Wort dem Kollegen Lars Klingbeil für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, diese furchtbare Nachricht, die uns aus Afghanistan erreicht, sollte uns alle dazu bringen, dass wir innehalten und dass wir nochmal über die Verantwortung nachdenken, die wir als Parlamentarier gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten haben. Und ich denke, ich spreche im Namen aller, wenn ich sage, dass unser Mitgefühl und unsere Gedanken den Familien der Gefallenen und der Verwundeten gelten an dieser Stelle. Ich denke, das ist ein Ausdruck, den wir alle gemeinsam hier auch rüberbringen können. Sehr geehrte Damen und Herren, es steht jedem Abgeordneten und jeder Abgeordneten frei, sich für oder gegen die Entsendung von Soldatinnen und Soldaten in einen Auslandseinsatz zu entscheiden. Diese Entscheidung müssen wir letztendlich mit unserem Gewissen vereinbaren. Das, was dieses Haus aber einen sollte, ist die Anerkennung, der Respekt und die Fürsorge für das, was unsere Soldaten tagtäglich unter Einsatz ihres Lebens leisten. Wir sind es als Abgeordnete, die unsere Soldaten auf schwierige Missionen schicken. Wir sind es, die Familien für einen langen Zeitraum auseinanderreißen. Wir sind es, die gegenüber der Öffentlichkeit Rechenschaft für unsere politischen Entscheidungen ablegen müssen. Und wir sind es auch, die eine Fürsorgepflicht gegenüber den Soldaten und ihren Familien wahrzunehmen haben. Wir haben diese Fürsorgepflicht vor, während und nach dem Einsatz. Und kommt ein Soldat im Einsatz etwa durch einen Unfall zu Schaden, dann müssen wir gewährleisten, dass es eine umfangreiche, dass es eine schnelle und unbürokratische Hilfe gibt für den Soldaten und die Familie. Und es ist deshalb richtig, dass wir heute hier im Bundestag eine wegweisende Entscheidung der rot-grünen Regierung und vor allem des damaligen Ministers Peter Struck weiterentwickeln und das Einsatzversorgungsgesetz in wichtigen Kernpunkten verbessern. Peter Struck war es, der die Notwendigkeit erkannte, der veränderten Auftragsrealität der Bundeswehr einen neuen Rechtsrahmen zu geben und die Fürsorge des Staates gegenüber den Soldaten erheblich zu verbessern. Und ich denke, hierfür gebührt ihm auch nachträglich unser aller Dank. Die Weiterentwicklung des Gesetzes, wie sie heute hier von den Regierungsfraktionen eingefordert wird, findet in allen Punkten unsere Unterstützung. Wir hätten uns gewünscht, dass ein solcher Vorstoß aus dem Ministerium kommt. Und wir hätten uns auch gewünscht, dass versucht worden wäre, diesen Antrag gemeinsam mit den Oppositionsparteien zu formulieren. Das wäre ein wichtiges Zeichen gewesen, was wir hier im Bundestag hätten setzen können. Ich bin aber, Frau Hoff, dankbar für Ihre Zusage gestern im Ausschuss, dass wir im konkreten Gesetzgebungsverfahren eine gemeinsame Linie entwickeln werden. Ich denke, die Gemeinsamkeiten sollten im Vordergrund dieses Hauses stehen, wenn es um unsere Soldatinnen und Soldaten geht. Gerade für Nichtberufssoldaten wird mit dem Forderungskatalog eine erhebliche Verbesserung erreicht. Die Ausgleichszahlungen werden erhöht, die rechtliche Stellung der Soldatinnen und Soldaten wird verbessert und die Einsatzzeiten werden künftig höher angerechnet. Das sind wichtige Schritte, die wir hier als Parlamentarier gehen wollen. Die ersten deutschen Soldaten wurden 1992 ins Ausland geschickt und der heutige Antrag formuliert ja auch deutlich die Gleichbehandlung aller Einsätze. Auch dies ist ein notwendiger Schritt. Die Verantwortung des Staates gegenüber unseren Soldaten bedeutet auch, die Bewältigung der posttraumatischen Belastungsstörung endlich entschlossen anzugehen. Immer mehr Soldaten kommen mit posttraumatischen Erlebnissen zurück aus dem Einsatz. Viele Soldaten haben Grauenhaftes erlebt, Bilder, die sie jahrelang nicht vergessen, die sie nachts nicht schlafen lassen und tagsüber einem geregelten Alltag nicht möglich machen. Diese seelischen Verwundungen haben in den letzten Jahren erst die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Und dies ist auch, das will ich hier deutlich sagen, dies ist auch zu einem großen Teil der Verdienst des ehemaligen Wehrbeauftragten Reinhold Robbe, der unermüdlich immer gekämpft hat, dass die posttraumatischen Belastungsstörungen eine hohe Aufmerksamkeit finden. Auch ihm gebührt unser Dank. Es ist richtig, dass wir die Situation der PTBS-erkrankten Soldaten stärken und dass wir die Verfahrensdauer beispielsweise drastisch reduzieren wollen. Aber auch hier gehört zur Wahrheit, wir stehen noch am Anfang. Unsere Maxime im konkreten Gesetzgebungsverfahren muss lauten, dass jeder Soldat und jede Soldatin, die in den letzten 18 Jahren im Ausland verletzt wurde, egal ob körperlich oder seelisch, dass diese Soldaten die bestmögliche Behandlung brauchen. Das müssen wir als Parlamentarier garantieren und hier werden wir im Gesetzgebungsverfahren auch die Verbände und Experten einbeziehen müssen, um hier die bestmögliche Regelung zu finden. Das sind große Schritte für die Anerkennung und den Respekt gegenüber den Soldaten, die wir heute unternehmen. Ich sage aber auch, das reicht nicht.
Es reicht nicht, wenn dieses Parlament sich nach der Verabschiedung des heutigen Antrags zurücklehnt, sich auf die Schulter klopft und sagt, wir haben jetzt etwas für die Soldaten getan. Es bleibt auch noch viel zu tun. Anerkennung, Respekt und Fürsorge, und das will ich hier deutlich sagen, wäre es auch gewesen, den Soldaten wieder das volle Weihnachtsgeld auszuzahlen, so wie die Kanzlerin das versprochen hat. Und wenn der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes hier von einem Wortbruch spricht, dann muss ich ihm Recht geben. Und man muss sich dann auch hier fragen, welches Signal kommt eigentlich bei den Soldaten an, wenn wir sie in immer gefährlichere Einsätze schicken und hier zu Hause auf ihrem Rücken Sparmaßnahmen vornehmen. Ich hoffe, dass wir im Rahmen der Haushaltsberatung hier noch auf Einsicht der Regierungskoalition kommen. Aber ich sage, Verantwortungspolitik sieht an dieser Stelle anders aus. Und Herr Minister, ich will das hier auch klar sagen. Ich hätte mir von Ihnen da deutlichere Worte gewünscht. Sie sind der derzeit populärste Politiker in Deutschland. Und warum nutzen Sie dieses politische Gewicht nicht, um sich vor die Truppe zu stellen und hier Verbesserungen für die Soldaten zu fordern? Das wäre ein wichtiges Zeichen auch für die Anerkennung der Truppe gewesen. Und das Weihnachtsgeld gehört mit zum Bereich der Attraktivität. Und wir alle wissen doch, dass es darauf ankommt, in den nächsten Monaten maßgebliche Schritte zur Attraktivitätssteigerung der Bundeswehr zu finden. Gerade wenn die Wehrpflicht fällt und wir die Nachwuchsgewinnung ausbauen müssen, brauchen wir einen attraktiveren Dienst bei der Bundeswehr. Und deswegen sage ich für uns Sozialdemokraten, dass im Rahmen der Bundeswehrstrukturreform ein Attraktivitätsprogramm, eine Attraktivitätssteigerung zwingend notwendig ist. Und nur dann wird eine Strukturreform gelingen, wenn wir auch die Attraktivität bei der Bundeswehr erhöhen. Und wenn ich beim Thema Reform bin, dann will ich hier deutlich sagen, Herr Minister, reden Sie Klartext, was die Standzeiten im Auslandseinsatz angeht. Reden Sie Klartext darüber, welche Standzeiten Sie für die Bundeswehrplanung zugrunde gelegt haben. Derzeit sind es 4 Monate. Die Befürchtungen bei uns, aber auch in der Truppe, sind doch aber, dass mit einer personell reduzierten Bundeswehr wir zu erheblich höheren Standzeiten kommen werden. Hier sind Sie bisher jede Antwort schuldig geblieben. Sagen Sie der Truppe, in welche Richtung Ihre Planung geht. Sagen Sie dem Parlament, in welche Richtung Ihre Planung geht. Auch das sind Sie den Soldatinnen und Soldaten schuldig. Ich sage auch, Fürsorge bedeutet eine optimale Einsatzvorbereitung. Es reicht nicht, wie wir unsere Soldaten vorbereitet in den Einsatz schicken. Hier haben wir als Politik eine große Verantwortung. Wenn wir Soldaten nach Afghanistan schicken und wissen, sie sind nicht ausreichend an den Fahrzeugen ausgebildet, die in Afghanistan wichtiger Schutz auch des Lebens sind, dann müssen wir hier dringend nachbessern. Auch diese optimale Einsatzvorbereitung gehört zur Fürsorgepflicht, die wir als Parlament haben. Und ich will an alle 622 Abgeordneten hier nochmal appellieren. Wir sind diejenigen, die Verantwortung für die Soldaten tragen. Und wir müssen uns jeden Tag fragen, werden wir dieser Verantwortung gerecht? Wir verlangen von unseren Soldaten viel. Und wir sind in der Pflicht, ihnen das Versprechen zu geben, dass wir eine optimale Vorbereitung, Nachbereitung und auch Versorgung im Einsatzland garantieren, auf einem höchstmöglichen Niveau. Das, was wir heute beschließen, ist ein wichtiger erster Schritt, aber ich sage auch, es müssen weitere Schritte folgen. Wir dürfen uns nicht ausruhen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.